Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von ZAPTV. Wie unschwer zu erkennen ist, wollen wir heute mal Windsub ausprobieren. Es gibt ja einige aufblasbare Stand-Up-Paddleboards, wie auch dieses hier, wo man einen Segelmast befestigen kann. Wir haben Board und 5 Quadratmeter Segel jetzt mal zur Verfügung gestellt bekommen. Haben wie immer von der Materie gar keine Ahnung, haben Board und Segel jetzt einfach mal aufgebaut und wollen das Ganze ausprobieren, weil es kann ja durchaus auch mal sein, dass ihr euch Board und Segel kauft und dann müsst ihr auch selber damit klarkommen. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen euch einfach mal mitnehmen, euch aus Sicht von Anfängern zeigen, wie man das Ganze auch als Anfänger lernen kann. Das heißt, wir sind keine erfahrenen Windsurfer, wir haben eigentlich gar keine Ahnung von der gesamten Materie und ich denke, das ist für euch ganz spannend zu sehen, wie sich dann so Anfänger oder Laien anstellen, wenn sie Windsub einmal ausprobieren möchten. Hier haben wir jetzt einmal das Board, mit dem wir das Ganze gleich ausprobieren wollen. Das ist das Aquamarina Blade. Wir haben hier ein 5-Inch-Board, also 12 cm. Ob das jetzt besser oder schlechter ist als ein 6-Inch-Board, wissen wir noch nicht. Das ganze Board hat in der Mitte einen Segelmast oder eine Segelmastaufnahme. Das heißt, da schraubt man dann im Grunde einen Adapter rein, wo man das Segel draufsteckt. Und die Besonderheit bei dem Board ist, dass es 2 Finnen hat. Nämlich eine Finne ganz normal im Heckbereich, wie jedes andere Board auch. Aber wir haben eine zusätzliche Finne hier im Mittelbereich, wodurch man dann natürlich gerade hier mit dieser aufblasbaren Variante dann besser die Spur halten kann und natürlich auch, wenn man das Segel dann in der Hand hält, etwas mehr Stabilität hat. Also das sind so die Besonderheiten bei dem Stand-Up-Paddleboard. Grundsätzlich ist das hier aber ein ganz normales Allround-Sub und wir sind natürlich sehr gespannt, wie das überhaupt und ob das gut mit einem aufblasbaren Board funktioniert. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done, I'ma drink at this place.
noch ein kurzes Fazit zu unseren ersten Windsup-Versuchen. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich bin auch relativ schnell reingekommen, hatte ich das Gefühl. Habe relativ schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie ich das Segel halten muss, um vorwärts zu kommen. Das Wenden hat auch erstaunlich gut funktioniert. Auch mit einem ISUP, da hatten wir am Anfang etwas Bedenken, weil man ja nicht so gut ankanten kann, aber das hat alles richtig gut funktioniert, bei mir auf jeden Fall, und ich hatte unglaublich viel Spaß. Wie man in den Videos oder in den Aufnahmen vielleicht sehen kann, war die Halterung, die Bow, oder ich weiß gerade nicht, wie man das genau nennt, da wo man das Segel anfassen muss, war bei mir etwas zu hoch, da ich relativ weit in die Knie gegangen bin, waren meine Hände irgendwo hier oben über dem Kopf. Und ich musste mich ganz schön anstrengen, das Segel gegen den Wind zu halten. Aber es hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Das Windsup hat auf jeden Fall besser funktioniert als mit dem Wing. Da haben wir ja auch schon mal ein paar Versuche gestartet. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da oben einmal auf das i klicken. Da verweisen wir euch auf ein paar Videos von uns. Und ja, das ging auf jeden Fall viel schneller. Man ist viel besser reingekommen. Und auch mit dem Board hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Das Segel hat sich für uns auch ziemlich hochwertig angefühlt. Die Profis werden wahrscheinlich sagen, oh, was ist das denn für ein Segel? Aber wir hatten jetzt ja noch nicht viele oder noch gar keine Segel in der Hand. Und ja, für uns hat das alles einen sehr guten Eindruck gemacht und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Equipment oder allgemein zum Thema Windsurfen, dann schreibt dies gerne unter dem Video in die Kommentare. Auch wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, ihr habt ja jetzt ein paar Fahraufnahmen gesehen, falls ihr sagt, oh Mann, was haben sie denn da gemacht, dann schreibt das auch gerne unter dem Video in die Kommentare. Wir nehmen uns das alles immer sehr gerne zu Herzen. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das einfach, drückt einfach unten auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer, wenn wir neue Videos für euch hochgeladen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!